Ah, da geht der, das ist der Herr Maurul. Der Herr Maurul, der ist Adliger, also aus Rumänien, glaube ich. Also rumänischer, naja, jedenfalls adlig. Er gibt sich als Adliger aus. Künstler, aber mit relativ dürftigen Erfolg. Also viel Erfolg hat er nicht. Weil mit seiner Malerei, ich weiß nicht, ob da jemals einer einen Beutel gekauft hat, dann hat er so Figuren gemacht irgendwie, weiß auch nicht, das glaube ich ist nicht das, wo er da große Geschäfte betreibt, glaube ich nicht. Und dann hat er sich so als, wie sagt man das, Effizienzberater, Effizienz, so wo er Beratungen macht, Motiver, Animateur oder was der alles schon gemacht hat. Und dann, ja, und Ding war Wahrsager. Karten gekriegt und gesagt, da habe ich, da ist ja bei uns die Ding Anni vom Gerlacher, die hat die Anni, der hat einmal irgendwie die Zukunft vorausgesagt und hat ja gesagt, nichts davon eingetroffen. Aber das gibt's auch. Und dann war er, und das muss ich erzählen, aber das weiß ja jeder über ihn. Da war er in Rügen und da war er Bademeister. Gell? Und dann ist, während er Bademeister war, ist einer der Suffer, dann hat sich herausgestellt, dass er überhaupt nicht schwimmen kann, ein Nichtschwimmer. Und jetzt, das weiß ich, er organisiert jetzt, das ist das, was er jetzt macht, das weiß ich. Weil er, das weiß ich von den Dingen, er tut jetzt die Sternsinger organisieren. Also großer Organisator ist er jetzt, der Herr Maurul. Dahin geht er.